Servus Leute, heute gibt es wieder mal ein Tutorial zu Capture One und es geht heute um die Maskierungen. Wie setze ich meine Maskierungen ein, welche kann ich erstellen und wie tue ich mir da in meinem Workflow leichter. Gleich nach dem Intro geht's los. Zuerst präsentiere ich euch heute mal den Instagram User der Woche. Wenn du auch Instagram User der Woche werden willst, dann musst du den Kanal folgen, die Benachrichtigungen einschalten, die Glocke aktivieren und dasselbe auch auf meinem Instagram Account Capture One Like a Boss machen. Hier auch Benachrichtigungen aktivieren und mir davon einen Screenshot schicken und mir dann per Nachricht zukommen lassen auf Instagram. Kommen wir zum Thema. Ich habe mehrere Möglichkeiten, Maskierungen zu machen. Dazu habe ich das Ebenen-Tool. Das heißt, ich kann eine leere Ebene hinzufügen, eine Anpassungsebene, eine Klonebene, Reparaturebene. Zur Reparatur- und Klonebene habe ich ein eigenes Video. Das blende ich hier oben im Video ein. Kommen wir zur Anpassungsebene. Ich kann hier, wenn ich eine leere Anpassungsebene erstellt habe, kann ich hier den Reglern drehen. Es passiert nichts. Es ist genauso wie in Photoshop, dass ich was in meine Maske reingezeichnet haben muss, das heißt entweder weiß oder schwarz bei Photoshop. Bei Capture One ist es ein bisschen anders, das heißt wir haben hier, wenn wir die Maske einblenden, ist das Ganze rot. Also alles was rot ist, wird von unserer Maske beeinflusst, alles andere was nicht rot ist, das eben nicht. Jetzt kann ich hier, wenn ich die Maske wieder ausblende, kann ich hier das Ganze eben verändern, wie ich möchte. Ich werde jetzt hier aber die Anpassungsebene wegtun. Ich werde hier jetzt einmal eine gefüllte Ebene einstellen, weil seit Capture One 12, ja 12 glaube ich, ist es möglich, dass man Luminanzmasken erstellt. Und dazu haben wir hier oben den Luminanzbereich. Da kann ich hier die Maske einblenden und ich sehe schon den Bereich, was von meiner Maske aktiviert ist, beziehungsweise was aktiv ist in dieser Maske. Da kann ich jetzt hier an den Slidern drehen und ziehe mir einfach das Ganze, wenn ich mich wieder auf diesen Stein hier konzentriere, im Vordergrund, kann ich das hier eben schneller maskieren. Und habe auch den Vorteil, dass das Ganze eben non-destruktiv ist. Das heißt, ich kann immer wieder an dieser Maske was verändern, was hinzufügen, solange diese Maske nicht gerastert ist. Wir blenden uns jetzt hier das Ganze ein, okay. Blende es wieder aus und kann jetzt hier genau dasselbe machen und muss nicht mühselig da herumzeichnen an meiner Maske. Das wäre eine Möglichkeit. Ich kann das hier jetzt da, wenn ich das wieder einblende, ich kann hier auch Bereiche wieder rausnehmen, die von meiner Maske nicht beeinflusst werden sollen. Das wäre hier zum Beispiel, hier. Ich möchte mich hier nur auf diesen Schatten hier oben konzentrieren. Dann könnte ich das hier auch, so. Und man sieht hier, je nach Luminanzbereich kann ich hier auch drüber malen und es passiert bei meiner Ebene nichts. So. Kann das Ganze wieder, wenn ich mit der Alt-Taste hier, oder Shift-Taste war das, hier das ein bisschen smoother haben will. So. Und habe hier meine Maske. Wenn ich die Maske jetzt da einblende und Alt und M drücke, dann kann ich hier auch sogar eine Graumaske mir einblenden lassen. Das ist auch seit Capture One 12 so. Und habe hier volle Kontrolle über meine Maske. Kommen wir zu einem anderen Beispiel, wie man komplexere Masken erstellen kann. Ich könnte jetzt hier auch den Weg gehen mit einer gefüllten Maske oder gefüllten Anpassungsebene und kann man das Ganze hier einblenden. Nur habe ich das Problem, dass ich hier immer wieder auch das Gebirge da drinnen habe. Das heißt, das ist jetzt einmal keine Möglichkeit. Ich mache das mit einer normalen Anpassungsebene. Dazu muss ich meine Pinseleinstellungen ein bisschen anpassen, ein bisschen härter. Den kann ich auch ein bisschen kleiner machen und automatische Maskierung einschalten. Dann nehme ich hier meinen Pinsel und
Schau, dass dieser mittlere Kreis, dieser dicke Kreis hier, ich blende die Maske jetzt wieder ein, gerade mal so das Gebirge berührt, nicht mehr, und kann hier easy cheesy das Ganze erstellen. Wenn ich die automatische Maskierung eingeschalten habe, dann kann ich vom Foto, kann man Capture One das Ganze noch berechnen und mir Kontrastkanten raussuchen. Das kann ich hier jetzt noch ein bisschen verbessern. Hier zum Beispiel, hier. Und hier habe ich auch noch was und geht recht flott von der Hand. Wenn ich die ganze Maske jetzt da, wenn wir jetzt da den Himmel hernehmen, dann male ich mal den Himmel hier so rein. Gehe hier einfach in meine Ebenen rein, Maske füllen und habe die ganze Maske ausgefüllt. Wäre eine Möglichkeit, jetzt kann ich hier auch kontrollieren mit Alt und M, wie schaut meine Maske aus. Wenn ich jetzt da sage, okay, es ist jetzt dann nicht ganz so akkurat oder ich möchte es ein bisschen verfeinern noch, dann gehe ich einfach über dieses Menü hier rein und gehe auf Maske verfeinern. Dann kann ich mir hier wieder so eine Graustufenmaske einblenden lassen und kann hier mir anschauen, okay, wie viel nimmt es mal vom Himmel noch mit, wenn ich die Wolken nicht so ganz haben möchte, zum Beispiel, dann, ja, ich finde, das ist ganz okay so, dann kann ich mir das hier so wieder einblenden. Jetzt kann ich hier das Ganze dunkler machen. Was ich noch machen kann, ich kann jetzt da eine weitere Ebene erstellen. Keine gefüllte, eine leere Ebene. Und jetzt kann ich sagen, ich möchte mal die Maske kopieren. Maske kopieren von Anpassungsebene 1. Zur besseren Übersicht werden wir das jetzt einfach so machen, dass wir hier das Ganze beschriften. Himmel. Und das nenne ich jetzt Gebirge. Jetzt male ich hier, blende mal hier die Maske nochmal ein. Jetzt kann ich hier die Maske umkehren. Hier. Und habe das Gebirge im Vordergrund. Ich kann jetzt aber hier auch wieder reinmalen und sagen, okay, ich möchte jetzt da die Bäume ganz im Vordergrund nicht haben. Die blende ich mir jetzt da wieder aus, indem ich einfach so drüber male. Und hier wieder. So rein. So. Und hier genauso. So. Das kann ich hier auch wieder mit bisschen Kontrast erhöhen. Die Sättigung ein bisschen rausnehmen. Und Klarheit. Ich liebe die Mittelkontraste in Landschaftsbildern, deswegen erhöhe ich das auch hier ein bisschen mehr. Und hab wieder ein bisschen partiell bearbeitet, das Ganze. Wie kann ich mir noch eine Maske erstellen? Dazu habe ich im Video zum Farbeditor bereits das gezeigt. Das heißt, ich kann mir hier eine Farbe auswählen. Dazu gehe ich jetzt einfach in den Erweiter-Tab, kann mir das Ganze hier markieren. Ich möchte die Farbe Gelb haben. Blende mir das Ganze hier aus. Okay, ich habe jetzt fast überall die Farbe Gelb. So. Und jetzt kann ich mir hier mit der rechten Maustaste eine maskierte Ebene aus einer Auswahl erstellen. Geht ganz schnell und ich habe hier Auto. Blende mir das Ganze hier wieder ein. Muss jetzt aber das Model hier ausblenden. Zuerst mal die Bäume im Hintergrund. Das Model brauche ich nicht in meiner Maske drinnen. Das heißt, ich male mir das hier frei. Das Innenleben vom Auto brauchen wir auch nicht in unserer Maske. So.
Genauso hier. Und jetzt kann ich hier auf meiner Maske, ah, da habe ich was vergessen. Jetzt kann ich hier auf meiner Maske dann arbeiten. So, das heißt, wir blenden uns das Ganze hier aus, nehmen die Farbe jetzt auf, jetzt haben wir nur die gelbe Farbe und jetzt können wir das Ganze eben das Auto beim wechseln, wie wir wollen. Und wir haben statt gelb ein rosa Auto. Das ist ein bisschen girly-like mehr. Okay, kann man hier auch machen. Das wäre so eine Möglichkeit, wie man mit den Farben hier, mit einer Maskierungsebene hier arbeiten könnte. Ich muss jetzt hier natürlich ein paar Anpassungen machen. Dazu kann ich hier jetzt ein bisschen noch reingehen. Kann man hier die Finger ausblenden. Hier. Und hier. Blenden wir uns die Maske mal aus, hier so, von gelb zu rosa, magenta in der Richtung, so. Ein kleiner Bonustipp, wenn ich bei Porträtfotos im Studio zum Beispiel, wenn ich da mehrere Bilder gemacht habe, die ich dann bearbeiten möchte, wenn ich mir das Ganze vereinfachen möchte, dann könnte ich das hier auch mit einer Luminanzmaske machen, wenn ich die Haut immer bearbeiten muss. Dazu setze ich das Ganze mal zurück. Erstelle mir eine gefüllte Ebene. Die nenne ich jetzt einfach Haut. Jetzt gehe ich hier in den Luminanzbereich hinein. Lass mir die Maske anzeigen. Und setze mir das Ganze zurück. Und gehe so weit vor, bis ich nur mehr die Haut bedeckt habe oder soweit es geht. Ganz gut. Besser geht es jetzt hier nicht. Ich kann jetzt hier noch ein bisschen die Radius der Maske weicher stellen. Und jetzt schaut sich das an, wenn ich das Ganze übernehmen will, also kopieren, zuweisen. Jetzt möchte ich mir nur diese Ebene Haut rübersetzen. Zuweisen, blendet man das Ganze hier dann nachher ein. Und ich habe bei jedem Foto nachher dieselbe Maske, also basierend auf den Luminanzstufen. So kann, ich meine, ich muss nachher die Haare wegtun oder aussparen oder hier in diesem Fall jetzt die Schnecken. Aber ich habe grundsätzlich schon mal eine Grundlage, wo ich mit der Haut nachher beginne zu arbeiten. Das heißt, ich muss nicht jedes Mal die Haut oder die Maske für die Haut neu machen. Wenn euch das Video gefallen hat, gebt mir einen Daumen hoch, abonniert den Kanal, folgt mir auch auf Instagram für weitere Beiträge. Ich werde dort auch immer wieder Tipps reinschmeißen und wir sehen uns beim nächsten Video in meiner Facebook-Gruppe oder eben auf Telegram in meinem Telegram-Kanal. Also dann, bis dann. Ciao, Leute.